Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mir anschauen, wie man durch das Bestimmen einer Determinante ein lineares Gleichungssystem mit der Cramerschen Regel löst. Zunächst mal, was ist eine Determinante? Eine Determinante, die lässt sich mit einer Dreiecksregel in der Matrix bestimmen. Und zwar folgendermaßen. Wir haben hier eine 3 Kreuz 3 Matrix stehen und dann berechnen wir die Determinante, indem wir erst hier, Entschuldigung, das sollte so nicht sein, indem wir zunächst hier diese Diagonale rechnen, dann zu dieser Diagonale dazu addieren, diese folgende Dreieck, diesen folgenden Dreieckswert, diesen hier, dann addieren wir nochmal was dazu, und zwar das folgende Dreieck von hier nach hier. Und dann haben wir schon mal den ersten Teil der bestimmenden Determinante für die 3 Kreuz 3 Matrix. Und dann müssen wir noch subtrahieren davon, und zwar hier einmal die Gegendiagonale zu der, die wir vorher berechnet haben. Und dann subtrahieren dieses Dreieck hier, das hier entsteht. Und zu guter Letzt noch dieses Dreieck, was hier entsteht. So zwischen 3, 3 und 2. Gut. So verfährt man beim Berechnen einer 3 Kreuz 3 Matrix. Das ist eine quadratische Matrix, 3 Kreuz 3, weil n. Die Matrix ist quadratisch, will n, also die Zeilenanzahl n beträgt 3 und ist gleich mit der Spaltenanzahl, die auch n gleich 3 ist. Und somit ist diese Matrix quadratisch. Wenn man jetzt noch eine Determinante bestimmen müsste, wie zum Beispiel von einer Matrix A, B, C, D, das wäre dann eine 2 Kreuz 2 Matrix. Die Determinante schreibt man dann immer in so Betragsstrichen. Da wäre dann die Determinante bestimmt nur eben A mal D minus B mal C. Da ist das Ganze einfacher. Da müssten wir, also das ist die Determinante hier. Da müssen wir dann nicht so eine Dreiecksregelung anwenden, die ich hier eben gerade erklärt habe. Nun machen wir das aber, und zwar erhalten wir dann, wenn wir diese Diagonale zuerst berechnen, 2 mal 7 mal 2. Dazu addieren wir dann das gezeigte Dreieck, 3, 4, 1, 3 mal 4 mal 1. So geht man halt immer vor, dass man diese Dreiecke berechnet, dann kommt 5 mal 3 mal 2. Minus 1 mal 7 mal 5, minus 2 mal 4 mal 2 und minus 2 mal 3 mal 3. Und da kommt dann 1 heraus. So, jetzt haben wir diese Determinante berechnet. Das ist, wenn das hier mein Gleichungssystem, dieses hier, das hier ist mein A. So, dann ist das, was wir jetzt berechnet haben, hier die Determinante von A hier. Das ist schlecht von mir aufgeschrieben worden. Kann man natürlich nicht so ans Gleichungssystem hängen. Das wäre det A, schreibt man auch so, ist gleich und dann geht es hier weiter. So, das wäre diese Determinante. Und um aber die Lösungen vom linearen Gleichungssystem zu bestimmen, brauchen wir auch noch die Determinante, die eben die erste Spalte unberücksichtigt lässt für x1, die Determinante, die die zweite Spalte unberücksichtigt lässt für x2 und die Determinante, die die dritte Spalte hier unberücksichtigt lässt zum Bestimmen von x3. Und dieses Verfahren hier wird dann eben die Cramersche Regel genannt. Also diese Formel hier nennen wir Cramersche Regel. Genau. Jetzt bestimmen wir die anderen Determinanten, und zwar die Determinante
schreibt man A statt Delta A1. Die wäre dann 10, 3, 5, 3, 7, 4, 3, 2, 2. Nun, da wenden wir auch wieder diese Dreiecksregelung, die ich oben eingezeichnet hatte, an. Und dann wären das 10 mal 7 mal 2, also erst wieder die Hauptdiagonale, dann das erste Dreieck, 3 mal 4 mal 3, plus 5 mal 3 mal 2, dann die Gegendiagonale zur Hauptdiagonale und dann noch die Gegendreiecke zu den anderen Dreiecken, die schon in die Berechnung eingeflossen sind. Und dann kommt hier 3 heraus. Jetzt die zweite lässt dann, während wir hier ja, wie wir sehen, für A1 die erste Spalte hier unberücksichtigt ließen, lässt dann die zweite natürlich die zweite unberücksichtigt. Das würde dann lauten 2, 2, 10, 5, 3, 1, 3, 3, 4, 2 und davon das Ergebnis wären dann minus 2 und A3, wenn wir da die Determinante berechnen, auch wieder nach dem gleichen Vorgehen mit den Dreiecken und den Haupt- und Nebendiagonalen erhalten wir Folgendes und zwar 2. Jetzt haben wir die drei Diagonalen bestimmt. Und wie kommen wir jetzt noch zu unseren finalen Lösungen? Wir wenden die Cramersche Regel an. Cramersche Regel wenden wir an. x1 ist somit die Determinante von a1, det a1, geteilt durch det a. Vorsicht, hier, weil wir hier die Determinante haben, auch wieder die Betragsstriche schreiben oder wir könnten auch schreiben, det A3. Erhalten wir 3 geteilt durch 1, nämlich hier 1 und hier 3, sind 3. Für x2 teilen wir dann minus 2 geteilt durch 1, sind minus 2. Und für x3 teilen wir dann 2 durch 1, sind 2. Und somit kommen wir auf folgende Lösungsmenge dieses linearen Gleichungssystems. 3 minus 2, 2. Also hat das lineare Gleichungssystem folgende Lösung. Ich hoffe, euch ist die Cramersche Regel, die ich hier oben eingeführt habe, und das Lösungsverfahren, wie man damit ein lineares Gleichungssystem lösen kann, klar geworden.